Hallo und herzlich willkommen zurück zu Immortals Phoenix Rising. Ja, wir sollen die zerstörte Brücke überqueren. Halten und sprinten. Okay. Warum soll ich jetzt halten und sprinten? Verstehe ich jetzt nicht so ganz. Ah! Okay. Okay. Also mit dem Halten und Sprinten war es nicht so gut, aber. Oh. Oh Götter, wenn doch nur Ligiron hier wäre. Ist das denn er hier? Ist der berühmte Held, nicht ich. Was soll ich nur tun? Die Dämonen aus dem Tartaros mit Geschichten einschläfern? Okay, Granatäpfel heilen anscheinend sofort, wenn ich das richtig verstanden habe. Das ist auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite macht mir das etwas Angst, dass die Gegner jetzt hier sehr schwer sein könnten. Der ist jetzt da oben, wenn ich das richtig verstehe, ne? Was ist das hier oben? Das ist wieder was anderes. So ein Viech habe ich eben schon gekämpft. Oh, ich würde aber gerne erstmal da oben das holen. So. Okay. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie ich jetzt überhaupt da hochkomme. Ach so, Moment. Ach, ich muss gar nicht da hoch, ne? Ich muss, glaube ich, hier hoch. Und dann über die Brücke, wenn ich das richtig sehe. Wahrscheinlich sind deswegen nämlich auch die Pilze extra hier aufgestellt, damit man hier hochgeht. So. Aber die kleine Gameplayerin versteht natürlich den Wink nicht mit dem Zaunpfahl. Gut. Mal schauen, wo ist er denn? Das nehmen wir noch schnell mit. Mir noch irgendwas zum Einsammeln? Nee, ne? Da ist noch Ambrosia. Oh. Eine Gorgone? Die gibt's wirklich? Was schimmert denn da so? Vielleicht könnte ich mich anschleichen. Ja, das habe ich jetzt schon mal gemacht. Ich weiß jetzt, wie das geht. Da oben sind noch mal diese Dinger da zum Heilen. Das ist gut. Okay, das war ein richtig guter Treffer. Hat die den jetzt gefressen? Diese Armschienen. Die kenne ich doch von Bildern. Das können sie nicht sein. Ah, doch sie waren es. Herakles, der stärkste aller Sterblichen, Bezwinger von Bestien, hatte Hera getrotzt und mit diesen Armschienen Unmögliches vollbracht. Und nun gehörten sie Phönix. Durch pures Glück. Na. Nein, ich wollte noch was einsammeln. Halt! Ihr da! Kämpft mit jemandem, der bewaffnet ist! Nein, nicht runterspringen. Ich wollte doch die Eier oben holen. Nach dem glorreichen Sieg über die Gorgone, die Herakles aufgelauert Okay. hatte. Was soll denn das? Hast du einen Sprachfehler? Herakles? Ja, das. Schwere Naja, so spricht man diesen Namen Objekte. aus. Das wäre mir zu anstrengend, aber es ist deine Beerdigung. Nur, dass ich unsterblich bin. Erinnere mich nicht daran. Okay, also schwere Objekte. Ich habe jetzt deswegen so, oh, gesagt, weil ich habe nämlich festgestellt, dass da sogar wirklich was gelegen hat, was wir in der letzten Folge hätten verwenden können. Hätten wir das jetzt gehabt in der letzten Folge, dann hätten wir uns sogar dieses epische Teil holen können. Die Frage ist jetzt nur, wie kann ich jetzt schwere Objekte heben? Kann man das hier oben irgendwie üben? Y? Ach so, jetzt habe ich das nur kaputt gemacht. Bist du auch ein schweres Objekt? Kann ich dich heben? Aufheben? Hallo? Ja.
Bei den Göttern. Ah! Ich fühle mich, als könnte ich Berge versetzen. Cool. Könnten die Armschienen nur meinen Berg versetzen. Bei Hades, heiratet doch, ihr zwei. Aufgeladener Wurf, RT halten. Cool. Okay. Das ist ja... Nein. Ach, ich wollte Y drücken. Los. Okay, das ist ja mal geil. Aber es kostet mich Ausdauer, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Ne? Kann ich damit springen? Das auch nicht mehr? Nein, jetzt beweg dich doch nicht, du blöde Kuh. Ach, Mann. Bleibt die da mal stehen? Oh, scheiße, ich wollte nicht loslassen. Das ist aber richtig nervig jetzt. Okay. Jetzt legt sie sich dahin schlafen. Aber bis dahin komme ich, glaube ich, gar nicht, oder? Ich sehe nicht, wo ich hinwerfe. Ja. Ne, ist eindeutig... nee. Cool mit dem Schleichangriff. Schleich, schleich, schleich. Schleich schneller. Okay, sie kann nicht mehr schleichen. Weich aus. Wow. Okay. Die nehmen wir doch gerne mit. Das sterbliche Fleisch, das zu Stein erstarrt war. Spross der Granatapfel trotzig weiter und strotzte vor Leben. Hohe Poesie für etwas, das Sterbliche sich in den Mund schieben. Handeln davon nicht die besten Gedichte? Da oben irgendwo muss ich hin, ne? Zu diesen Schildkrötenfelsen. Okay, was ich auch festgestellt habe, was dämlich war, weil ich ja eigentlich die Schnellreise machen wollte. Aber wo ich zurückgereist bin, bin ich erstmal ins Wasser gesprungen, sehr sinnigerweise. Und habe dann festgestellt, dass im Wasser wohl kein Fallschaden vorhanden ist. Ich dachte, da kommt man was einsammeln. Das ist auch schon mal sehr gut zu wissen. Muss ich jetzt hier oben hin? Oh. Hallo, kann ich dich öffnen? Ja. Ah, okay. Gut, die kann ich aufheben. Das ist doch alles schön und gut. Aber wo ist denn jetzt mein Ziel? Ist das unten drin im Berg oder wie? Oh, nee, oder? Da ist auch... Das muss ich das öffnen? Moment, Moment, Moment. Also erstmal, ja, es scheint hier unten drin zu sein. Und dann schauen wir mal eben... Fallen lassen mit Y. Okay, also das System habe ich auf jeden Fall verstanden. Kann ich dich verschieben? Ja, ich kann nicht was schieben. Okay, dann war das das mit Schieben. Die Frage ist jetzt, haben wir hier irgendwas Zweites, was wir da drauflegen können? Kann ich einen Stein nehmen? Okay, perfekt. Aber ich kann damit nicht springen, ne? Moment. Ach, das ist aber auch blöd gemacht. So, okay, dann nehmen wir den. Das verbraucht ja zum Glück keine Ausdauer, wenn ich damit einen Spaziergang mache. Folge dem fliehenden Mann zu der Insel, die aussieht wie eine Schildkröte. Ja, hätte ich das eben gelesen, aber naja, gut. Ich hätte mich auch selber draufstellen können. Aber dann wäre es wahrscheinlich wieder nicht aufgeblieben. Ich gehe mal stark davon aus. Dieses Loch gestürzt ist. Ich rette dich! Versprochen! Ja, ich würde sagen, dass ich vorher nochmal eben schnell speichere. Ich weiß nämlich nicht, ob der automatisch immer speichert. Ich muss mal darauf achten. Aua. Also verstehe ich das richtig? Statt zum Tempel des Apollon zu gehen und mit dem Orakel zu sprechen, jagt Phönix diesem Fremden hinterher?
Phoenix war ein herzensguter Mensch und wollte diesen mysteriösen Fremden helfen. Doch sie verlor nie die Tatsache aus den Augen, dass sie dem Tempel des Apollon immer näher kam und damit auch eine Heilung für diesen furchtbaren Fluch, der ihren Bruder und die Soldaten heimgesucht hatte. Oh, erinnere mich, meine eigenen Fehler zu relativieren. Zeus, der ein herzensguter Mann war, brachte seine erste Frau dazu, sich in eine Fliege zu verwandeln und aß sie dann auf. Was? Deshalb meldet sich Metis nicht mehr? Ich dachte, sie besucht ihre Schwester in Babylon. Ups. Okay. Ach so, das ist wahrscheinlich so eine Art Schieberätsel, nehme ich mal an. Die Frage ist jetzt nur, kommt da jetzt noch ein zweites raus? Nee, das ist nur einer. Na, das ist doof. Okay, ich hasse Rätsel. Ach, Moment, dahin, kann ich das? Kann ich das von hier anvisieren? Kann ich nicht, oder? Wie soll ich das denn machen? Halten und Objekt ziehen. Aber ich kann es von hier aus doch nicht ziehen. Wenn ich jetzt LB halte. Okay, dann mache ich nichts. Okay. Halten, Objekt ziehen. Nee. Da muss ich. Habe ich denn irgendwas aktiviert? Indem ich das da raufgeschoben habe, eventuell. Ich habe nur den Strahl aktiviert. Aber ich habe jetzt nichts aktiviert, indem ich jetzt hier. Ja, ja, das war klar. Aber wie kriege ich das Ding jetzt hier rüber? Ich müsste das werfen. Die Frage ist nur, kann ich da drauf landen? Das sieht so weit weg aus. Oh Gott, gerade ich mit so kleinen Dingern zum Landen. Moment, nimm den. Achso, ich soll den Bogen holen. Ja, ich wollte gerade sagen. Oh. Oh. Okay. Nein, nein, nein. Okay, aufheben. Wenn ich den jetzt werfe. Moment, kann ich den. Okay, so kann ich ihn rüberwerfen. Jetzt ist die Frage, komme ich da jetzt wieder rüber? Ohne zu sterben. Och, Leute, ganz ehrlich. Ich bin zu blöd, an der Kante zu stehen. Lass mich raten. Jetzt ist das wieder alles so hingelegt, wie es vorher war. Oder? Muss ich den jetzt wiederholen oder nicht? Nee, er scheint... Oh, wenigstens etwas. Boah, ey. Nur wegen meiner Blödheit hier. Okay, das... Komm. Nee, das sollst du eigentlich da drauf schieben. Aber wenn du das nicht machst, okay. So, perfekt. Eieiei. Was haben wir denn jetzt hier? Okay. Brauche ich den hier unten? Nee, oder? Aber ich kann nicht hier hochklettern, oder? Das kann ich nicht. Kann ich hier hochklettern? Gott, das wird aber ziemlich eng hier. Oh, yeah, yeah. Oh. Nee, da rutsche ich... Ja, da rutsche ich ab. Also wenn ich ein Stück weiter links bin, rutsche ich nach links ab. Wenn ich relativ mittig drauf bin, dann rutsche ich nach rechts ab. Okay. Ach so, hier kann ich das Gewölbe theoretisch auch verlassen. Ah, das ist gut. Das heißt, wenn man mal vielleicht irgendwas hat, wo man nicht weiterkommt, weil man einfach nicht... alles hat, was man vielleicht vorher gesammelt haben sollte, dann kann man auch wieder rausgehen. Das ist schon mal gut zu wissen. Aber, ach so, Moment, oder soll ich das nur runterholen, damit ich da hochkomme? Ne, das könnte natürlich auch sein. Aber wie sollte ich dann... Moment, LB? Ah! Ah! Okay, so ging es auch. Okay. Jetzt habe ich das verstanden. Okay, dann hätte ich das eben genauso machen können. Das ist doch scheiße. Okay, perfekt. Das ist, glaube ich, jetzt ein Speicherpunkt. Ich bin mir nicht sicher, aber... Ich habe mir das jetzt mal so eingeredet, dass das Speicherpunkte sind. Okay, ein so ein Ding. Dann kriegen wir hier wahrscheinlich das zweite. Okay, dann müssen wir das erstmal darüber bringen. Was ist denn? Oh. Okay, das ist nicht wirklich weit. Okay, das wollte ich mal ausprobieren.
Gut, dann machen wir das so, dass wir dann einen festen Wurf machen. So, darauf. Ja, hat sogar perfekt gepasst, super. Das werde ich wahrscheinlich nicht schaffen. Das werde ich dann mal über rechts machen. Ich denke, dass das einfach zu weit ist, das hinten rüber zu werfen. So, schön draufbleiben, genau. Ich liebe diesen Flügelsprung irgendwie. Deswegen muss ich den öfter machen. So. Das sollten wir aber schaffen, ja. Okay, perfekt. So, das ist aktiviert. Dann können wir da hochgehen. Ha, ist das schön. Bis auch wenn man zu blöd ist, an der Kante stehen zu bleiben, geht es doch bisher noch. Und wir haben einen Bogen. Große Macht erfordert mehr als nur gute Beinarbeit, Menschlein. Hast du genug Selbstkontrolle? Wer bist du? Komm und zeig dich! Okay. Ich hoffe, das ist jetzt nichts auf Zeit. Ich muss den Bogen ja erstmal kennenlernen. Ich hoffe, die gehen nicht weg. Okay, es war nichts auf Zeit. Sehr schön. kann man da durchschießen? Aua. Ah, jetzt kann ich gehen. Ich wollte gerade sagen. Okay. Zwei der Ziele schienen leicht zu treffen. Das dritte jedoch verlangte nach dem Können einer wahren Meisterschützin. Vergiss es! Die Kinder heutzutage spielen mit Muscheln, flitschen Steine, starren Bilder an. Die sind alle hyperaktiv. Sagt der Gott, der glaubt, eine Woche sei eine langfristige Beziehung. Also muss ich dadurch jetzt noch ein drittes treffen, nehme ich mal an, ne? Aber wie soll ich denn da... Wo ist denn da jetzt noch ein drittes? Ach, Moment. Oder ist das... Nee. Wollt ihr mich verarschen? Okay. Wo soll ich das denn treffen? Das geht ja gar nicht runter. Halten Apollon-Pfeil. Also dadurch kann ich es definitiv nicht treffen. Aber wie soll ich es denn... Das verstehe ich jetzt nicht. Wie soll ich denn dadurch treffen? Aufgeladener Schuss, Apollon-Pfeil. Ach so, Moment. Hilfe. So, hallo. Ah! Vielleicht überlebst du ja sogar, Menschlein. Das war jetzt cool. Okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Was ist denn hier? Kann man das auch noch öffnen? Oh, das wäre natürlich geil, weil da ist eine Truhe drin. Kann ich wahrscheinlich auch nicht drüber springen, ne? Okay. Ich weiß nur nicht, wie man es öffnen soll. Wenn ich jetzt da oben... Ach, da oben ist ein Schalter, oder? Aua. Ich sollte doch Doppelsprünge machen. Da ist auf jeden Fall irgendwas. Was passiert denn hier? Hier passiert gar nichts. Mit irgendwas rechts war gerade. Hä? Anscheinend irgendwas vor mir, aber ich weiß nicht was. Ich bin doof.
Keine Ahnung. Also hier, wenn beides aktiviert ist, nehme ich mal an, kommen hier, genau, kommen hier irgendwelche Dinger hoch, dass ich da oben rankomme. Aber ich weiß nicht, was der jetzt... Oh, Moment, da gucken wir noch was mal. Ich weiß nicht, was der jetzt hier aktiviert oder hat das was damit zu tun? Ah. Nein. Ach. Falsche Taste. So, ja, das ist doch einfacher als gedacht. Aber ich weiß nicht, was dann der Schalter soll. Gucken wir jetzt nochmal, ob irgendwas passiert. Ach, jetzt habe ich es kaputt gemacht. Scheiße. Okay, der hat das Ding da oben. Okay. Ja, nochmal alles auf Anfang. Der hat das Ding anscheinend da oben aktiviert. Okay, das habe ich jetzt nicht gewusst. Ist aber nicht schlimm. Dann wissen wir zumindest jetzt, was der Schalter macht. So. Das erinnert mich alles so ein bisschen an Spyro. Das habe ich übrigens auch noch drauf, aber ich habe es immer wieder vergessen zu installieren. Ach Mist. Jetzt konnten wir die Truhe aber nicht mehr nehmen. Bewaffnet mit der Beweglichkeit des Achilleus, Scheiße. Der Schnelligkeit von Atalanta, dem Verstand von Odysseus und der Kraft des Herakles, war Phoenix bereit, sich allem zu stellen, was das Schicksal für sie geplant hatte. Das war's? Das ist alles, was für sie spricht? Puh, na, viel Glück. Ja, sehr schön. Ich bin schon fast beim Orakel. Der Wunsch, ihre Kameraden und ihren Bruder zu retten, trieb Phoenix voran. Zu einfach. Naja, einfach war es jetzt nicht. Ich musste dabei viel denken. Aber ich stehe ja auch immer total auf den Schlauch. Also das Offensichtliche sehe ich ja als erstes nicht. Aber das war jetzt doof, dass ich jetzt... Kann man da nochmal rein? Also ich meine, so jetzt natürlich nicht. Aber ich denke mal, man könnte jetzt nochmal reingehen, indem man das jetzt hier nochmal macht. Ist der Stein auch da? Ja. Indem man das nochmal macht und dann die Truhe sich holt. Ich weiß nämlich nicht, was in der Truhe gewesen ist. Andererseits muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe auch keine Ahnung... ich wollte gerade sagen, da hinten ist es am Blinken, aber da steht keiner. Das sah jetzt gerade nur so aus. Ich habe aber auch keine Ahnung, wie man das jetzt hätte öffnen können. Ich hatte keine Schalter gesehen. Das Einzige, was ich jetzt am Überlegen war, ob ich eventuell diese Dinger nochmal hätte anschießen können. Dann wäre die Tür hinter mir wahrscheinlich zugegangen, aber eventuell dann die Tür aufgegangen. Also das weiß ich nicht. Das würde ich dann vielleicht offline nochmal probieren. Und das dann eben kurz zusammenschneiden, wenn ich dann weiß, was da drin passiert. Ich werde jetzt hier aber erstmal einen kleinen Cut machen. Den Tempel des Apollon werden wir dann in der nächsten Folge besuchen. Und ja, möchte ich mich gerne so ein bisschen hier in der Open World aufhalten, aber irgendwie kommt man hier wirklich von Quest zu Quest. Und ich finde es auf der einen Seite richtig gut, auf der anderen Seite... ja, muss ich mal gucken, wie ich das dann damit vereinbare, dass ich die Sachen hier alle noch einsammle. Wie gesagt, hier dieses Ambrosia und so, das werde ich definitiv offline nochmal einsammeln. Hier weiß ich gar nicht, was das überhaupt ist. Mystische Herausforderung Zeit trennen. Ah, okay. Dann weiß ich auch mal, was das Symbol ist. Hier oben werde ich auf jeden Fall nochmal hingehen, eventuell sogar vor der nächsten Folge. Und das dann mit reinschneiden, damit ihr dann auch wisst, was man da findet. Weil epische Truhe hört sich doch schon sehr geil an. Und das war jetzt auch nichts Schwieriges. Also wir sind ja so schon direkt am Anfang dahin gekommen. Das Einzige, was wir halt nicht machen konnten, ist das Teil hochheben. Aber das können wir jetzt. Also denke ich mal, dass ich mich jetzt als Nächstes nochmal auf den Weg dahin mache. Und dass ich das dann so ein bisschen zusammenschneide, bevor ich dann die nächste Quest beginne. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.